The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Zeiten und Fristen. Es ist nicht eure Sache zu wissen, Zeiten oder Fristen, die der Vater festgesetzt hat in seiner Macht. Die Zeiten und Fristen hat Gott in seiner Macht festgesetzt. Und warum hat uns Gott dieses Wissen nicht gegeben? Weil wir sonst nicht den rechten Gebrauch davon machten. Aus diesem Wissen würde in unserem Volk ein Zustand erwachsen, der Gottes Werk der Vorbereitung eines Volkes, am zukünftigen großen Tag zu bestehen, sehr stark verzögern würde. Jesus hat seinen Jüngern zu wachen befohlen, doch nicht auf einen bestimmten Zeitpunkt hin. Seine Nachfolger sollen sich so verhalten wie Leute, die auf die Befehle ihres Hauptmannes warten. Sie sollten wachen, warten, beten und arbeiten, während sie auf die Wiederkunft des Herrn zugehen. Doch keiner wird voraussagen können, wann diese Zeit sein wird, denn von dem Tag und von der Stunde weiß niemand. Ihr werdet nicht sagen können, er komme in einem Jahr, in 2 oder 5 Jahren. Ihr werdet aber sein Kommen auch nicht hinausschieben können, indem ihr sagt, es werde vielleicht noch 10 oder 20 Jahre dauern. Wir sollen den genauen Zeitpunkt der Ausgießung des Heiligen Geistes oder des Kommens Christi nicht wissen. Ich wurde auf einige hingewiesen, die sich in einem großen Irrtum befanden. Sie meinten, es sei ihre Pflicht, ins alte Jerusalem zu gehen, und sie denken, sie hätten dort angeblich eine Aufgabe zu erfüllen, bevor der Herr kommt. Solch eine Ansicht ist geeignet, das Denken und das Interesse vom gegenwärtigen Werk des Herrn während der Verkündigung der Botschaft des dritten Engels abzulenken, denn solche, die meinen, jetzt noch nach Jerusalem reisen zu müssen, werden ihre Gedanken dort haben. Ihre Mittel werden der Verkündigung der gegenwärtigen Wahrheit entzogen und als Reisegeld für sich und andere verwandt. Ich sah, dass solch eine Mission nichts wirklich Gutes schaffen würde. Es würde sehr lange dauern, einige wenige Juden vom ersten Kommen Christi zu überzeugen, geschweige denn, sie dahin zu bringen, an seine Wiederkunft zu glauben. The Lord is coming. Are you ready?